komisch, dass ich hier mit dem Weltmeister sitze und die ganze Zeit über einen rede, der das Finale verloren hat. Ich nehme aber trotzdem an, dass der Name Diego Maradona heute noch das ein oder andere Mal fallen wird. Quello due cento. Quello è tutto fatto a mano. Wäre eigentlich deine Fußballkarriere dieselbe gewesen, wenn es die Person Maradona nicht gegeben hätte? Weiß ich nicht. Ist schwer zu beantworten, die Frage. Wenn ich nicht Weltmeister geworden wäre, das ist mit Sicherheit anders verlaufen. Dass jetzt das Endspiel noch gegen Maradona war und ich der direkte Gegenspieler von ihm war, hat natürlich auch alles positiv begleitet. Das muss man einfach sagen. Und ich werde heute noch in Deutschland mit Diego angesprochen. David Guido oder Guido Buchwald haben viele von damals nicht mehr so im Kopf, aber Diego, das haben sie im Kopf. Und wenn sie mich dann sehen, dann sagen sie, ah, Diego, du bist doch Diego. Es hätte aber auf jeden Fall was gefehlt ohne. Es hätte was gefehlt. Ganz, ganz klar. Also es wäre einfach wir sind von jetzt, meiner Popularität. Wir sind, glaube ich, jetzt hier bei diesem Café, wo man auch durchaus, ach guck, wenn wir mal reingucken, vielleicht kann das die Kamera auch mal kurz zeigen. Ah, okay. Ja. Diego und selbst der Ober hat irgendwann in Basel Diego damals. Wie viele Bars gibt es in Stuttgart, wo so ein gemalter Buchwald hängt? Weiß ich nicht, ich kann es nicht zählen. Okay. Das ist seine Bar, das ist seine Träne, als er 1991 Sag was? Seine Träne, als er 1991 Neapel verlassen musste. Da war er auch noch sehr jung. Das stimmt, oder? Ja. Kannst du mal daneben stellen? Ich habe es nur mit der Kamera verfolgt. Perfekt. Aber normalerweise auch beim Cappuccino, wenn der Zucker oben bleibt, ist die Milch sehr gut. Schau mal die Kasse. Warum haben wir nicht so einen Roller? Das hätte doch jetzt Stil. Ja. Ist das jetzt eine Fußgängerzone oder nicht? Das ist, glaube ich, hier ein sehr dehnbarer Begriff. Bitte? Weißt du? Bier. Ja. Oh, ah. Perfekt. Tja, gut. Erstmal Prost. Ja, Prost. Ich bringe aber Flasche. Prost. Guido Buchwald ist einer der wenigen Spieler, von denen es diese Actionfiguren im Nationaltrikot und im Vereinstrikot gab. Es ein Originalspielzeug aus den 80er Jahren. Technisch sieht man, der klebt der Ball förmlich am Fuß. Das ist richtig, ja. Wie halt im richtigen Leben. Und den auch nochmal, das ist wichtiger, das ist das WM-Trikot. Das ist so das erste Archivbild, was es von dir richtig, als Profi sozusagen gibt. Wenn du jetzt so deine Karriere anguckst, große Versäumnisse. Also du hast vorhin zum Beispiel erwähnt, dass während der WM fast alle Spielerangebote aus Italien gekriegt haben. Du hattest, glaube ich, auch eins aus Parma. Richtig, ja. Warum nicht hingegangen? Ja, es war eine ganz einfache Erklärung. Ich wollte unbedingt. Parma wollte 7 Millionen damals zahlen. D-Mark, also Abwesende. Und nach der Weltmeisterschaft hat der Dieter Hoeneß und der Meier Vorfelder die haben gesagt, wir können nicht den einzigen Weltmeister gehen lassen aus Stuttgart. Hat das wehgetan? Oder war das dann auch? Das hat mir damals unheimlich wehgetan. Ich wollte unbedingt nach Italien. Und habe aber dann im Nachhinein gesagt, es war gut so, weil wenn ich damals nach Italien gegangen wäre, wäre ich zum Beispiel 92 nicht Meister geworden im VfB Stuttgart und wäre wahrscheinlich nie nach Japan gegangen.
Und Japan ist auch so ein Stück Teil der Heimat für mich geworden. Am Ende meiner Karriere, und ich habe hier in Japan unheimlich viele Freunde gefunden, viele Kontakte. Und die Japan-Zeit, die hat mich so entschädigt für das entgangene Italien. Mhm. Bin ich absolut überzeugt davon. Und nach Italien kann ich ja jetzt immer noch gute Pizza essen gehen und kann Fußballspiele anschauen und alles. Also der Kontakt Italien, das wunderbare Land Italien, kann ich schneller bereisen wie nach Japan. Und ich hätte nie meine Japan-Zeit wahrscheinlich kennengelernt. Also von das daher Interessante ist ja, du bist ja doch durchaus, würdest du wahrscheinlich auch selbst sagen, eher ein bodenständiger Typ. Ja. Du hast beim VfB 11 Jahre noch gespielt, richtig, also genau. Die gesamte deutsche Karriere komplett in Stuttgart verbracht. Warst dann aber von allen deutschen Spielern in Japan der am längsten da war. Also zumindest von denen, deinen Kollegen Uwe Bein, Uwe Rahn, Michael Rummenigge, die haben alle mit Basel, ja. Und du hast volle 3 Saisons gespielt und bist dann noch Trainer gewesen. Ja. Wie kam das? War das so eine spontane Liebe zu Japan, die sich da entwickelt hat? Das war für mich absolut spontan. Ich bin in Japan direkt nach der WM 94 gelandet. Ich war, glaube ich, nur einen Tag zu Hause. Meine Frau hat schon das Haus mit eingerichtet in Japan. Und das war für mich sowas, von der ersten Sekunde habe ich mich wohlgefühlt. Wir haben vorhin vom verlorenen UEFA-Cup-Finale gesprochen. Das hast du gesagt, nervt immer noch so ein bisschen, weil es unnötig war. Ich glaube, so das, wenn man so deine Karriere nachliest nochmal, ich glaube, so der bitterste Moment war 86, die Nicht-Berücksichtigung für die WM. Da liest man, da sind Tränen geflossen damals. Das kam sehr überraschend, sehr enttäuschend. Das war so im Alter, ich glaube, 25 warst du da. Das war schon, da denkt man wahrscheinlich auch nicht dran, dass man in so einem Moment sagt, okay, in 4 Jahren bin ich dann dabei und dann werden wir halt Weltmeister. Sondern das ist in so einem Moment ein richtiger Schuss von Buch, oder? Ja, das ist ein richtiger Schlag ins Gesicht, sowas. Vor allem, wenn es noch vorher hieß, ich bin sicher dabei, also der Co-Trainer. Ist alle Vorbereitungsspiele gemacht, glaube ich. Alles gemacht und da war das für mich die Welt zusammengebrochen, das ist ganz klar. Oder kann man sagen, der Fußballgott hat es dann 4 Jahre später gerade gebogen, WM-Titel im Finale wirklich, gegen den besten Spieler der Welt? Klar, auf jeden Fall. Das war dann 90 ein Traum. Und das weiß ich auch bis heute nicht, wie es geworden wäre, wäre ich 86 dabei gewesen. Guido, du musst die Pizza essen. Jawohl, die wird kalt. Ja. War sehr nett, danke dir. Ja. Ja, die habe ich noch gefunden. Ich bin froh, dass du die noch hattest. Das ist unglaublich. Also ich habe das mal...